Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück. Xoteratech. Ja, heute bauen wir eine MK3-Version unseres Hovertechs. Und das wird dann schon alles ein bisschen anders als bisher. Natürlich beginnt alles wie immer mit einer Kontrollkabine. Ob das jetzt die endgültige Kontrollkabine bleibt, wir wissen es nicht. Ich würde diesmal auch ein bisschen Design reinbringen wollen. Aber die Frage ist dann, ob ich es auch austariert bekomme. Hier ist Hovertech. Ah, der macht nichts. Gut. So. Ich würde gerne ein Hawkeye Hovertech bauen. Dazu brauchen wir erstmal irgendwie eine Plattform. Für den Boden. Dann benötige ich noch... Moment. Machen wir es ein bisschen länger. So. Strom wollte ich, genau. Vielleicht nehmen wir diesmal auch ein paar Geocop-Batterien. Dann können wir natürlich nochmal zwei von den Dingern einsetzen. Darf das von mir aus alles schon mal laden. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gleich hätte auch die große Reparaturblase nehmen können, aber die hat halt seitlich keine Undock-Dinger. Von daher passt das so schon. So, dann kümmern wir uns erst einmal darum, dass es schwebt. Wie sehen denn die Dinger aus? Ich glaube, die sind doch ein bisschen zu groß, oder? Dadurch bekomme ich das halt nicht mehr verankert, das Tech. So. Ich glaube, ich muss es einfach mal runtersetzen, dann passt das schon wieder, oder? Wie bekomme ich euch eins weiter runter? So, jetzt sind wir wieder im Baumenü. Ich muss... Ein Fliegeanker eventuell. Mein Schwebeanker. Eieiei. Na komm, dich kann ich problemlos nach hinten setzen, oder? Hätte ich gedacht. So, dann haben wir jetzt auch Platz für einen Schwebeanker. Der war doch bei Zubehörblöcke, oder? Oder bei Herstellungsblöcken. Den Schwebeanker finde ich eigentlich so gut wie nie. Moment, hier sind keine Anker versteckt. Die sind doch bei Herstellung. Nee, das ist eine mobile SCU. Hier, ein Schwebeanker. So, damit können wir auch verankern. Aber ihr seht, jetzt haben wir gerade ein bisschen Gewicht nach vorne. Uah. Wir sollten erstmal im Baumenü bleiben. Das Ganze ein bisschen austarieren. Höchstwahrscheinlich brauchen wir da ein Gyroskop. Mein Gyroskop werden wir diesmal wohl nicht vorbeikommen. Gibt es da was von Hawkeye? Ich glaube nicht. Ich schätze eigentlich mit dem... Ach, die sind unter Zubehör. Ach doch, guck mal.
Ach, weißt du was? Setzen wir die einfach mal so rein. So, jetzt dürftest du eigentlich nicht mehr umkippen. Das ist doch soweit interessant. So, jetzt würde ich gerne mal schon mit dem Design anfangen, weil später wird es halt schwierig. Was hätten wir denn da im Angebot? Ich will, dass du dich nach vorne ausrichtest. Das war schon richtig, nur andersrum. So. Und dann setzen wir das Ganze auch nach hinten. Bisschen Symmetrie muss ja sein. Ach verdammt, muss man da oft rechts klicken. Wunderbar. Von mir aus wird die Vorderseite ein bisschen hohl. Das stört niemanden, am allerwenigsten mich. Lass mich raten, ich gehe diesmal wieder in die andere Richtung, auch wenn ich jetzt mit F drehe statt mit rechter Maustaste. Muss ja nicht direkt perfekt sein. So. Was hätte man denn als nächstes gerne? Ah, das ist eine Außenpanzerung. Die bringt uns hier schmerzlich wenig. Schon lustig zu sehen, wie viele verschiedene Drehpositionen es gibt. Und hinten bekomme ich das nicht hin. Dann machen wir das hier doch einfach mal ein bisschen anders. Moment. Na komm, klatschen wir das hier einfach mal zu. Dann können wir hier irgendwie eine Rundung hinsetzen. Oder eine Schräge. So, immer mal wieder die Flugeigenschaften testen. Vielleicht sollten wir auch direkt mal irgendwie drinnen was für Richtungswechsel einbauen. So, Moment. V. Ja, also ein Schwebedeck wieder zum Halten zu bringen ist schwierig. Vielleicht sollten wir dafür unseren Anker verwenden. Wenn wir schnell wenden müssen. Oder kurz bremsen. Finde ich angebracht. Ach ja, wir haben ja noch die Hälfte der ganzen Anzeigen nicht drin. Und damit meine ich alles. Mit Pfeiltasten kann ich hier auch hantieren. Was mich jetzt interessiert ist Folgendes. Gehen wir nochmal auf Zubehör. Gib mir mal bitte den Hover-Leistungsregler.
hier auf Maximum drehe. Ja doch, ich frage mich nur, warum das Hauptdeck nicht reagiert hat. Vielleicht war es einfach zu schwer. Also bauen wir dich mal wieder aus. So, sehr gut. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das Teil verkleidet bekommen. Um Waffen mache ich mir dann später Sorgen. So, wunderbar. Vielleicht sollten wir den Hohlraum da drin auch mal dicht machen. Und zwar indem wir vielleicht ein vernünftiges Schild einbauen. Und eine vernünftige Dings. Apparaturblase. Standardblöcke, wenn ich bitten darf. So. Da können wir schon mal die ersten Waffen dran setzen. Ich wäre fast schon für Railguns. Waffen mit viel Rückstoß können wir leider vergessen. So, wie ist denn der Rückstoß? Selbstverständlich haben wir jetzt vorne ein bisschen zu viel Gewicht. Na komm. Wenn man damit die Fahrerkabine trifft, dann müssen die eigentlich direkt kaputt sein. Ja klar, verankern kann ich nicht, weil Pfande zu nahe sind. Na komm, mach ihn doch mal platt. Jetzt schießt das kleine Frätzchen noch auf mich. Oh oh. Ich sollte vielleicht mal irgendwo hinfliegen, wo wir verteidigt werden können. Kümmern wir uns mal mit unserem Hauptdech drum. Na komm. Sehr gut. Dann können wir ja weiter basteln. So, wie gleichen wir mal das Gewicht hinten aus? Nicht mit Waffen. Stopfen wir hinten erstmal das Loch auf dieselbe Art, wie wir es vorne gemacht haben. Mit einer Schildblase. Und einer Repblase. Und da tun wir einfach mal einen Einzelblock rein. Moment, da war es doch. So ist gut. So, jetzt ist hier dicht. Da könnten wir an sich einfach mal zugleistern. Na komm, mach mal so. Und es wird dunkel. Ja,
Ja, komm, dann geh halt so rein. Hauptsache, das Ding ist dicht. So. Anscheinend bräuchten wir ein bisschen Licht, damit wir ein bisschen besser sehen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir Innenbeleuchtung machen? Merkt man das draußen? Ist ja alles jugendforscht, von daher kein Problem. Ach ja, die Nacht hat noch nicht angebrochen, sonst würden die Teile bereits leuchten. Kannst du dich da bitte auf die Seite da unten hinquetschen? Geht das? Dann halt eben so, wenn es anders nicht geht. So, sobald es dunkel wird, gehen hier überall die Lichter an. Wir sehen ja, dass hier noch nicht die Lichter brennen. Dementsprechend ist es noch nicht dunkel genug. Machen wir hier mal dicht. Reichen die Teile? Ja, das reicht tatsächlich. Und ja, ich glaube, das Licht ist da drin verschwendet. Das wird mir dann zu kantig, wenn ich da vorne auch was hinmache. Warum lässt du dich einmal so hin und dann plötzlich nicht mehr? Ich finde es schade, dass die Blöcke nicht verstehen, was man von ihnen möchte. Ich glaube, die Löcher machen wir einfach mal mit Standardblöcken zu. Überall strahlt da noch Licht raus. Weil es jetzt nicht im Sinn des Erfinders ist. Na komm. Setzen wir da auch noch was rein. Nun gut. Aber die Kanten können wir ja immer noch irgendwie abflachen. Aber unser Hauptproblem ist halt, dass wir hinten kein Gewicht haben. Auch wenn es sich da super reinquetscht, glaube ich nicht, dass das gut ist. Wir können es uns mal angucken. Naja, ein bisschen kantig, aber hey. So, dann rutschst du mir mal da rein. Dann haben wir hier wenigstens noch ein paar Spots, wo wir was anbringen könnten, wenn wir wollen. Frage ist immer noch, was mache ich hiermit? Vielleicht so? Schließt zwar das Loch nicht, aber hey. Dann brauche ich vorne noch ein paar Waffen, weil die Railguns sind ja nicht und die universelle Rätselslösung. Was haben wir denn sonst so im Angebot? Muss man halt wohl neue Cruise Missiles kaufen. Aber ich glaube, dass wir leicht nach vorne abdriften, ist schon in Ordnung. Vielleicht sollten wir noch irgendwie einen zusätzlichen Antrieb anbringen. Können wir ja hinten machen. Und da
pariert sich das Ganze wieder ein bisschen aus. Zubehörblöcke. Und Sprengbolzen brauchen wir nicht. Na komm, können wir uns ein paar Cruise Missiles. Und ja, ihr werdet sehen, dass die nicht gerade billig sind, weil es mit die besten Waffen im Spiel sind. 30.960 für eine. Das sollte erstmal genügen. Gib mir mal bitte eine Storage Unit. Mir egal welche, Hauptsache ich kann das Ding einpacken. Wahrscheinlich werde ich das Payload-Terminal gleich wieder auspacken. So, was mir noch einfällt ist, wir könnten da noch ein paar Storage-Units drauf basteln. Guck mal, das Gewicht uns jetzt wieder ein bisschen Rückenlage. Aber wir können jetzt wenigstens ein paar Sachen einsammeln und das Weiß gefällt mir gar nicht. Dementsprechend färben wir das mal um. Auf Schwarz. Schwarz-Rot ist in Ordnung. Die Kante, die gefällt mir noch nicht wirklich. Könnten wir eventuell... hier sowas hinsetzen? Habe ich das symmetrisch hingesetzt? Ich weiß ja nicht. Nun gut. Vielleicht brauchen wir doch keine Raketen. Wie würde es aussehen, wenn ich das hier eins nach vorne setze? Ihr wisst ja, probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Sieht das aus? Wie gesagt, ein paar Kanten schaden ja nicht. Blöd, dass es jetzt zwar Nacht ist, aber einen kleinen Testlauf, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Ach ja, ich wollte noch was am Antrieb ändern. Nun gut, was machen wir denn? Schubdüsen wären eher kontraproduktiv. Ach, jetzt sind die Teile wieder weiß, oder? Nee, die sind schon schwarz. Gut. Weil der boostet ja in die Richtung, wo man hindrückt. Und wir sollen es auch nicht übertreiben. Ja, jetzt kommt der kleine Zerleger. Ja, ein Radar fehlt noch, sehe ich gerade. Ja, hinten können wir uns nicht verteidigen. Hauptsache, ich mach was. Nun gut. Ein Hoverflipper. Was auch immer ein Flipper macht, ne? Mittlerer Booster. Testen kann man es ja. Ja, um schnell auf Geschwindigkeit zu kommen, ist das ja ideal. Das ist blöd, dass wir halt keine Tanks haben. Eieieiei. Die Zielgenauigkeit ist ja wirklich unter aller Sau.
Ja, ich bin zu sehr von den Raketen verwöhnt. Können wir mal hier ein bisschen was aufräumen? Wenn wir schon mal hier sind. Da haben die Türme ja ganze Arbeit geleistet. Na komm. Irgendwas brauchen wir noch. Vier Stück haben wir ja noch von denen. Ändert das jetzt was? Vielleicht hätte das Ganze gerne innen, aber wenn es halt nicht geht, ne? Ändert halt nicht viel. Und ja, die Bewaffnung, die muss halt noch wirklich drastisch überarbeitet werden. So leid es mir tut, wir müssen, glaube ich, wieder Cruise Missiles anbringen. Aber ich glaube, zwei sollten da genügen. Vielleicht noch ein Radar. Ich glaube, die Folge ist schon wieder ein bisschen zu lang. Und weißt du was? Auch ein Rotpunktvisier. Schön außer Reichweite halten. Geht doch. Aber halt nur mit der Hilfe der Raketen. Vielleicht sollte ich hinten noch ein paar stärkere Gerätschaften dran bauen. Wie leistungsstark seid ihr denn? Kann ich die vielleicht einfärben? Rot passen, also orange passen die eher besser als gelb. Wir haben ja sonst nichts Gelbes dran. Vielleicht brauchen wir auch noch vorne irgendwas zum Wenden. Wer weiß doch schon. Probieren wir es einfach mal aus. So. Irgendwas Leistungsstarkes, wenn ich bitten darf. Ich hoffe, dass man damit lenken kann. Das Problem von den ganzen Hofer-Gerätschaften ist halt die Trägheit. Ja, mit denen kann man schon ein bisschen lenken. Nun gut, die Frage ist, geben wir uns jetzt damit zufrieden und bauen die nächste Version? Weil an sich wüsste ich jetzt nicht, was ich an den Klotz jetzt noch daran basteln sollte. Klar, wir könnten es noch vollpacken mit allen möglichen Kram, aber das würde ja Jugend forscht komplett aushebeln. Na komm, gehen wir in unsere Parkposition. Die ganzen Overtakes müssen ja nebeneinander geparkt werden.
damit wir hier eine kleine Evolution verspüren. Na komm, fliegen wir im Baummodus hin. Zu unserer Destination. So, Version 4. Wenn wir eine basteln sollten, wird dann nochmal ein Tick größer als das da. So, meine Schnuffels, aber ich möchte mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö. Müdö. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön, ihr seid spitze.